Spannende Unterhaltung wünscht Ihr Detektei Security Service Pappenberger. Unsere Erfahrung, Ihr Erfolg. Hallo und herzlich willkommen bei 110, das Polizeimagazin. Wenn es um die Entschärfung von bombenähnlichen Gegenständen geht, kommt in Bayern die technische Sondergruppe der Polizei, kurz TSG, zum Einsatz. Zur Unterstützung bei ihrer lebensgefährlichen Aufgabe haben die Experten einen sogenannten Fernlenkmanipulator im Einsatz. Also das wichtigste und sicherlich zentrale Element ist hier vorne die Greifereinheit. Das sind zwei Greifer, mit denen der Roboter das verdächtige Objekt oder auch Werkzeuge greifen kann und mit denen er arbeiten kann. Weiterhin verfügt er über insgesamt 6 Kameras, mit denen wir aus verschiedenen Perspektiven auf die Umgebung oder das Objekt selber draufschauen kann. Zur Fortbewegung hat er ein Kettenlaufwerk. Also ähnlich wie ein kleiner Panzer. Mit dem kommt er also recht gut über die verschiedensten Untergründe. Der Fernlenkmanipulator wird über ein Steuerelement manövriert. Mit Hilfe der Kameras kann der Entschärfer auf einem Monitor zielgenau vorgehen. Zunächst wird der verdächtige Gegenstand, in unserem Fall ein Koffer, der unter einem Fahrzeug platziert wurde, von dem PKW weggezogen. Wenn man es an der Größe der Objekte festmachen möchte, sind wir zuständig für Briefbomben, das ist so das untere Ende der Skala, bis hin zu verdächtigen Fahrzeugen und alles, was dazwischen liegt. Also Rohrbomben, Handgranaten, wenn sie missbräuchlich verwendet werden, oder auch manipulierte Feuerlöscher. Häufig sind es auch Gegenstände des täglichen Gebrauchs, die aus irgendwelchen Gründen sprengstoffverdächtig werden. Also der klassische Koffer oder der klassische Rucksack, der aus irgendwelchen Gründen sprengstoffverdächtig wird. Welche Art von Sprengstoff sich möglicherweise in dem Koffer befindet, spielt für die Entschärfer zunächst keine Rolle. Schließlich gibt es mittlerweile zahlreiche Möglichkeiten, selbst mit handelsüblichen Chemikalien eine Explosion herbeizuführen. Es gibt schon gewisse Trends über den Lauf der Zeit. Allerdings können wir uns da nicht drauf verlassen, welcher Sprengstoff jetzt gerade in Mode ist. Und es zeigt auch die Praxis, dass das täglich wechseln kann. Grundsätzlich gibt es natürlich verschiedene Arten. Das ist der militärische Sprengstoff, der auch missbräuchlich verwendet werden kann. Es gibt gewerblichen Sprengstoff und es gibt natürlich die Selbstlaborate. Das sind selbst hergestellte Sprengstoffe, die für den allgemeinen Umgang und insbesondere auch für einen Entschärfer den Nachteil haben, dass sie nicht handhabungssicher sind. Immer häufiger kommt die TSG aber auch bei Silvesterböllern zum Einsatz. Diese Pyrotechnik gehört auch zu unserem Spektrum dazu. Vor allem manipulierte Pyrotechnik und illegale Pyrotechnik. Also wir kümmern uns sicher nicht um legale, in Deutschland zugelassene Pyrotechnik, aber alles, was illegal ist, missbräuchlich verwendet wird oder manipuliert wurde, fällt in unsere Zuständigkeit. Der Fernlenkmanipulator ist für die Entschärfer eine große Hilfe, vor allem beim Erstkontakt mit einem verdächtigen Gegenstand. Diese Fernlenkmanipulatoren kamen Ende der 70er Jahre auf den Markt. So lange gibt es die schon. Allerdings hatten die nicht das Leistungsvermögen, was die heutigen Geräte können. Das waren sehr einfache Geräte, die auch noch fehlerbehaftet waren, nicht die Zuverlässigkeit aufwiesen, wie es die heutigen Geräte haben. Aber geben tut es die schon lange und es hat ähnlich wie in der Kfz-Branche oder im Kfz-Sektor kontinuierliche Weiterentwicklung über die letzten Jahrzehnte gegeben. Der Fernlenkmanipulator kann unter anderem mit einem Bohrer ausgestattet werden. Damit können zum Beispiel Löcher in verdächtige Gegenstände gebohrt werden. Schließlich müssen sich die Entschärfer vergewissern, ob es sich um eine explosive Gefahr handelt und um welche. Um diese endgültige Gewissheit zu erlangen, muss am Ende ein Entschärfer selbst an den verdächtigen Gegenstand heran. Dafür muss er entsprechend geschützt sein.
Das ist jetzt unser Bombenschutzanzug. Der wiegt 40 Kilo und schützt den Entschärfer im Falle einer Explosion vor den Auswirkungen der Explosion, also vor dem Druck und vor den Splittern. Anzug besteht aus einer Jacke, einer Hose und einem Helm. Hier auf der Seite haben wir die Stromversorgung und hier das zentrale Bedienelement, so ein Bedienpanel, wo man eben die verschiedenen Funktionen des Anzugs steuern kann. Die sind auf dem Arm drauf, damit er das schön vors Visier halten kann. Und mit dieser Steuerung kann er die Lüftung, die Kommunikation und die Beleuchtung des Anzuges steuern. Kamera wird das Innere des Koffers nun durchleuchtet. Egal ob TNT, chemische Substanzen oder selbstgebaute Silvesterböller, die Mitglieder der Entschärferdienststelle sind sich der Gefahr jederzeit bewusst und wurden auch unter dem Aspekt der psychischen Belastbarkeit ausgewählt und ausgebildet. Um Entschärfer zu werden, braucht man gewisse persönliche Voraussetzungen. Also das sind körperliche und geistige Eigenschaften, die ein Mensch mitbringen muss. Der muss gesund sein, der muss leistungsfähig sein, der muss schon eine gewisse Stressstabilität aufweisen. Sicherlich ist es auch von Vorteil, wenn jemand gewisse fachliche Fähigkeiten mitbringt, zum Beispiel eine handwerkliche Berufsausbildung oder ein Ingenieurstudium. Aber das ist nicht zwingend Voraussetzung, denn das ganze fachliche Wissen bekommt man in umfangreichen Lehrgängen und Ausbildungsgängen vermittelt. Mindestens 2 Jahre dauert die Ausbildung, danach erfolgt noch eine Spezialisierung. In regelmäßigen Abständen werden die Entschärfer auf ihre Fähigkeiten überprüft. Es muss natürlich, ich nenne es mal Qualitätssicherung, stattfinden, dass man die Leute anschaut, ob die gesundheitlich dazu noch in der Lage sind, diese belastende Tätigkeit auszuüben. Und es muss natürlich auch gewisse Fähigkeit und gewissen Wissensstand wird überprüft. Die Freiwillige Feuerwehr in München feiert heuer ihr 150-jähriges Bestehen. Doch während München gerne für sich in Anspruch nimmt, in vielen Bereichen Vorreiter zu sein, war ausgerechnet die bayerische Landeshauptstadt bei der Gründung einer Freiwilligen Feuerwehr alles andere als vorne mit dabei. So kennt man die Feuerwehr der Neuzeit mit leistungsstarken Einsatzfahrzeugen, die bis zu 1600 Liter Löschwasser bereits an Bord haben. Anfang des 20. Jahrhunderts war die Fahrgeschwindigkeit einer Feuerwehrpumpe von der Kraft des jeweiligen Pferdes abhängig. Dieses Modell wurde am 1. August 1921 ausgeliefert. Pumpleistung des Motors 650 bis 900 Liter pro Minute. Doch die Geschichte der Freiwilligen Feuerwehr in München geht noch viel weiter zurück. Um das Jahr 1840 gab es zwar bereits eine städtische Feuerwehr, doch mit der waren die Bürger im Gegensatz zur Obrigkeit eher unzufrieden. Der Magistrat war zufrieden mit den Stadthausern und später in der ersten Kompanie. Das waren städtische Mitarbeiter, Zimmerer, Maurer, die eigentlich neben diesem Dienst für die Stadt, heute würde man Bauhof vielleicht sagen, Feuerlöschtätigkeiten machen mussten. Auch Bereitschaftszeiten hatten. Und der eine sagt, die waren motiviert, die anderen sagen, das waren nicht so motiviert. Auf alle Fälle waren die Feuerlöschgeräte in ausreichendem Maße da, nur die Bedienung da ist ein bisschen kapert. Das Bürgertum begehrte immer mehr auf und wollte sich selber einbringen. Aus liberal gesinnten Turnervereinen heraus wurde 1848 eine Freiwillige Feuerwehr gegründet. Doch 2 Jahre später wurden Turnervereine als politische Vereine eingestuft und aufgelöst. Es folgten 2 weitere Versuche und während in Bayern bereits 162 Freiwillige Feuerwehren gegründet waren, war in der Haupt- und Residenzstadt München erst der 4. Versuch erfolgreich. Bis dann tatsächlich 1866 auf Betreiben des Julius Knorr, damals Besitzer und Verleger der neuesten Münchner Nachrichten, was heute der Merkur wäre. Ja, der hat dann eigentlich seine Kraft der Presse ausgenutzt, um die Bürgerschaft aufzurufen, doch jetzt endlich mal eine Freiwillige Feuerwehr zu gründen. Und dann ging das los, dass eben 1866 sich so um die 120
Bürger bereit erklärt haben, eine freiwillige Feuerwehr aufzuziehen. Aus 120 sind 150 Jahre später knapp über 1000 aktive Mitglieder bei der Freiwilligen Feuerwehr München geworden, verteilt auf 22 Standorte. Wir arbeiten Hand in Hand mit der Berufsfeuerwehr, die uns natürlich da schon auch eine hohe Messlatte vorgibt. Das sind Kollegen, die das beruflich machen mit einer umfassenden, fundierten Ausbildung. Wir haben aber ein gutes System, wo wir auf Augenhöhe mit dem gleichen technischen Equipment in den gleichen Konzepten zusammenarbeiten können und sind eine gute Ergänzung. Bei der Freiwilligen Feuerwehr ist bereits ab 12 Jahren der Eintritt in die Jugendfeuerwehr möglich. Das Ehrenamt und somit sozialgesellschaftliches Engagement wird dadurch früh gefördert. Und auch bei den Hilfsdiensten, egal ob als Mitglied der Motorradstaffel, als Rettungsassistent oder als Hundeführer, gibt es zahlreiche Möglichkeiten, sich ehrenamtlich zu engagieren. Das Ehrenamt fängt bei uns schon sehr, sehr früh an. Die Jüngsten bei uns sind 6 Jahre, wobei wir da nicht klassisch vom Ehrenamt sprechen, sondern von der Johanniterjugend. Die lernen spielerisch Erste-Hilfemaßnahmen, machen zusammen Ausflüge. Also da kann man schon sehr, sehr früh reinschnuppern und einsteigen. Oh. Informationen zu einem Ehrenamt bei der Freiwilligen Feuerwehr finden Sie auf unserer Internetseite münchen.tv. Das war es mit 110, das Polizeimagazin. Ich wünsche nun noch weiterhin viel Spaß im folgenden Programm hier auf München TV. Besten Dank fürs Einschalten. Ciao und Servus. Sicher geht es auch nächste Woche weiter mit Ihrem Detektei Security Service Pappenberger. Unsere Erfahrung, Ihr Erfolg.